Das Schnäppchenraumschiff hebt ab. Herzlich willkommen zur Countdown-Show. Hier ist jeder Countdown-Platz Ihr günstiger Preis. Entdecken Sie Schnäppchen wie aus fremden Galaxien. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Countdown-Show, der wohl einzigen Show im deutschen Teleshopping, bei der Sie wahrhaft galaktische Preise abräumen können. Wir werden Ihnen jetzt gleich im Rahmen eines Countdowns insgesamt 10 verschiedene Schnäppchen präsentieren. Und so verrückt es vielleicht auch für Sie klingen mag, der Preis eines jeden Schnäppchens richtet sich nach der Position im Countdown. Und das bedeutet für Sie im Klartext, der Schnapper auf Countdown-Position Nummer 10 kostet Sie heute Abend gerade mal 10 Euro. Der Schnapper auf Countdown-Position Nummer 9 kostet Sie gerade mal 9 Euro und so weiter und so weiter. Und selbstverständlich hat auch unser Countdown eine Position 3, 2 und 1. Sie merken also, es lohnt sich, uns bis zum Ende ein Stück weit zu begleiten. Und ich für meinen Teil, ich bin soweit und auch Mission Control glaubt. Alle Systeme sind bereit. Wunderbar, dann starten wir jetzt den Countdown mit der 10. Das sieht aber schon sehr schön nach ausgefallener Deko aus hier in der Countdown-Show. Hallo Monika. Schön, schön, dass du da bist. So, wir starten mit einer wirklich außergewöhnlichen Dekoration, nämlich mit Solargartenfackeln. Und wenn ich Gartenfackeln sage, dann meint das natürlich ganz klar Plural. Denn wir bekommen heute von uns ein schönes Zweier-Set mit außergewöhnlicher Gartendekoration. Oh, ja. Schön groß, fast 80 cm in der Höhe, mit Erdspieß übrigens auch dabei, dass man es direkt im Erdreich unterbringen kann. Für Garten oder Balkon absolut perfekt geeignet. Und vor allen Dingen, warte mal, hier kann man es einschalten, oder ist sie schon an? Sie ist schon an, mit einer mit einem sehr, sehr schönen Leuchteffekt ausgestattet, nämlich mit einem sehr, sehr schönen, ja, Flammeneffekt, den man hier bei Monika mal sehr schön sehen kann. Wir müssen ein Stück weit die Hand draufhalten, yep, damit wir quasi die Dunkelheit simulieren. Aber das ist doch wirklich mal was Außergewöhnliches. Normale Lichter irgendwo oder ein Strahler oder was hinstellen kann jeder. Aber mal so einen richtig schönen Flammeneffekt hat man noch lange nicht überall gesehen. Ja, finde ich auch. Das sieht wirklich super aus. Und jetzt hier das Zweier-Set ist ja auch noch mal richtig fantastisch zu diesem Preis. Ja. Und du hast es schon gesagt, dieses Flackern, das fasziniert mich auch. Das sieht täuschend echt aus. Und man muss sich aber trotzdem um gar nichts kümmern, weil es ja eben keine richtige Flamme ist. Es kommt aber ganz nah ran, weil man hat ja auch hier das Solarpanel oben drauf. Und ich bin ja ein Fan von Gartendeko, die man einfach da lassen kann. Und die kümmert sich um die Stromversorgung von alleine. Das macht es so schön unkompliziert. Ja, das oder? Ist einfach. Ja. Also viele haben natürlich das Problem, gerade im Gartenbereich oder auch im Vorgartenbereich, dass man da irgendwo eine Steckdose, ja, finden muss, um da etwas wie eine Beleuchtung oder was anschließen zu können. Das brauchen Sie hier natürlich nicht. Und das ist ein klarer Vorteil von diesen Solarpanels. Sie mögen im ersten Moment etwas klein aussehen, aber das normale Tageslicht, übrigens auch gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, reicht in der Regel vollkommen aus, um den Akku für die LED-Beleuchtung über den Tag verteilt mit jeder Tageslichtstunde aufzuladen, sodass Sie am Abend in der Regel so 6 bis 8 Stunden Leuchtdauer haben. Und das bedeutet hier, sobald es dunkel wird, geht das also bis in die späte Nacht hinein. 8 Stunden lang würde hier ein voll aufgeladener Akku die Leuchtleistung bewahren. Ich finde es toll, was man heutzutage mit moderner LED-Beleuchtung alles machen kann. Das war vor ein paar Jahren so in dieser Form noch gar nicht möglich. Sag mal, da hättest du jetzt einen Lichtschimmer gehabt, ja, entweder an oder aus, aber dieses Flackern hier ist ja wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wo würdest du es hinpacken, Garten oder Balkon? Ich habe leider keinen Garten, ich würde es auf meinem Balkon platzieren. Passt auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal so in so einen Pflanzentopf mit rein. Das gucke ich mal gerade. Ich möchte wetten, dass man den Erdspieß also auch direkt vorne oben an den Kopf platzieren kann. Also egal, wie lang das, ja, Ganze werden soll. Sie können es komfortabel natürlich auch gerne mal in einem Blumenkübel auf dem Balkon platzieren. Das sieht richtig klasse aus. Und gerade das Zweier-Set, eins rechts, eins links, ist natürlich auch mal eine schöne Umrandung dann eben auch mal für einen Balkon oder natürlich auch für den Gartenbereich. Sie dürfen gerne mehrmals zugreifen, das sollten Sie auch tun. Wir haben ein tolles Preisgefüge heute. Im Countdown auf der 10 kriegen Sie das Zweier-Set für gerade mal 10 Euro. Ganz so günstig schaffen es die Kollegen von pöll.de nicht. Auch da, glaube ich, das Zweier-Set, wenn ich es richtig erkennen kann. Ja, 2 Stück bei den Kollegen von pöll.de für knapp 21 Euro. Wir haben es heute für 10. Und nochmal, Sie können gerne mehrmals Probesteller zugreifen. Einige Kunden haben das bereits getan. Die Doris aus Wetter beispielsweise hat die Fackeln am Eingang. Und dort sind sie immer ein angenehmer Hingucker, schreibt sie uns. Auch im Garten wecken sie die Aufmerksamkeit. Sie wirken absolut natürlich und echt. Und auch die Marianne aus Neumarkt hat es uns geschrieben. Sieht gut aus. Auch aufgrund der Größe hebt es sich ab mit einem schönen Smiley dahinter. Das stimmt wirklich. Häufig sind Garten
Gartendekorationslichter ein bisschen kleiner. Das ja, dass man irgendwo dann Lichtkegel dann sieht. Aber ich sag mal, mit ihren fast 80 cm in der Höhe sind die schon recht stattlich. Und ich erinnere mich daran, dass meine Nachbarn ähnliche Fackeln bei sich, also auch auf dem Balkon eine Etage tiefer, eine rechts, eine links in den Blumenkübeln haben. Da ich häufiger gefragt worden bin, woher ich das weiß, ob ich meine Nachbarn stalke, nein. Ich hab die Blumen gegossen. Letztes Jahr im Sommer. Ja, bin ich ein netter Kerl, oder? Ja, ja. Ich hoffe, ich habe sie nicht übergossen, aber ich glaube, sie haben es überlebt. Zumindest habe ich keine Schelte gehört. NX 6371 und die 569 ist ja für die passende Bestellnummer. Und ich darf anmerken, das ist natürlich auch ein toller Artikel. Gerade jetzt auch noch für die dunkle Jahreszeit. Also bis da noch mal in den Abend hinein die Sonne scheint oder das Wetter schön ist. Da müssen wir noch ein paar Wochen, um nicht zu sagen ein paar Monate drauf warten. Aber auch im Sommer dann irgendwann, dann auch so 10, 11 Uhr, wenn die Dämmerung dann einsetzt, wenn es dunkel wird, sehen die einfach nur richtig klasse aus. Und ich wette mit Ihnen, spätestens in ein, zwei Monaten gehen Sie sowieso wieder auf die Suche nach schöner Gartenbeleuchtung. Warum nicht einfach jetzt mal zugreifen? Gerne auch mehrmals, wie gesagt, wenn Sie möchten. Weil 10 Euro sind wirklich ein absoluter Sahnepreis. NX 6371 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Und unser Countdown geht weiter mit der 9. Ich höre schon Musik. Du hörst schon? Ja, aber schon in meinem Öhrchen. Ah, das ist cool. Was hörst du denn? Ich höre Rad Apache. Apache? Nein, ich höre Radio. Ja, das ist natürlich auch mal möglich. Und das eben ganz einfach und komfortabel für unterwegs. Mit einem kleinen, kompakten FM- bzw. AM-Transistorradio, cool, wie man so schön sagt. Und bevor Sie sich fragen, natürlich sind die Ohrhörer hier gleich schon mit dabei. Mhm. Ein kabelgebundenes Pärchen mit den Ohrsteckern. Die passen gut, oder? Ja, sind richtig bequem. Ja? Merkt man gar nicht wirklich, oder? Nee. Ja, habe ich extra mal geguckt. Ich habe hier drauf, witzigerweise habe ich mir extra mal das Gewicht notiert. 33 Gramm für das Radio, ohne Batterien. Oh. Super. Was so nicht ganz richtig ist, weil es kommen noch 10 Gramm für die Ohrhörer oben drauf. Ich glaube, das kann man noch verkraften. Das kann man so einigermaßen, cool, kann man noch einigermaßen vertragen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich werden Sie ein Radio zu Hause haben. Ja, zu Hause, darum geht es auch jetzt gar nicht. Es geht um den mobilen Einsatz, deswegen heißt es mobiles Mini-Transistor-Radio. Und ich glaube, jeder ist doch gerne mal gerade so in das Frühjahr, in den Sommer hinein draußen unterwegs. Radio finde ich cool. Hast du schöne Auswahl an verschiedenen Sendern. Find in ich verschiedenen auch. Sparten, Rock, Pop, einmal rauf und runter, Nachrichten, Sportergebnisse. Sehr wichtig. Ja, finde ich immer mal ganz interessant, wenn man mal unterwegs ist, gerade jetzt in diesem Sommer, Fußball-Europameisterschaft und so weiter. Ich hoffe dann vielleicht auch noch ein bisschen Handball, man weiß es ja nicht. Ja, da können Sie vielleicht auch ganz einfach zwischendurch mal hören, wie haben denn unsere Jungs denn eigentlich abgeschnitten. Das Ganze übrigens batteriebetrieben. Und der Knaller an dem guten Stück ist, es ist unglaublich sparsam. Rund 30 Stunden Radio hören mit einem Satz Batterien. Das geht normalerweise nur zu Hause, wenn man das Ganze an der Steckdose platziert. Also schon wirklich klasse, oder? Ich finde das unglaublich klein und kompakt, das Teil. Ja, ich finde das auch super. Und ich liebe es ja einfach mal informiert zu sein, Musik zu hören, vielleicht auch mal was Neues zu entdecken. Deshalb so ein Taschenradio geht doch wirklich immer und das ist wirklich super leicht. Auch mit dem Clip finde ich es noch perfekt. Gerade jetzt, wenn es wieder Frühling wird, Sommer und man draußen im Garten vielleicht auch unterwegs ist. Einfach mal mit Musik das Ganze angehen, damit macht das Ganze mehr Spaß. Vielleicht auch mal aufräumen, die Garage. Das ist ein ganz anderes Kaliber, oder? Ja. Mit ein bisschen Musik auf dem Ohr oder sowas geht das alles schon ganz leicht von der Hand. Und natürlich wird das auch bei Ihnen so sein, dass man dann vielleicht gerade so ins Frühjahr dann logischerweise auch den Garten wieder flott macht, auch den Balkon mal wieder ein bisschen begrünt, das Ganze mal wieder von dem ganzen Winterschmoddel und so weiter befreien kann. Und wenn man da vielleicht mal den passenden Radiosender auf dem Ohr hat, ist es eine tolle Angelegenheit. Wenn man dann vielleicht auch irgendwann wieder im März oder April oder Mai, vielleicht März nicht unbedingt, aber April oder Mai, dann auch schon wieder die ersten Frühlingssonnentage genießen kann, liegt man vielleicht auch ganz gerne einfach mal irgendwo schön entspannt auf der Liege oder sitzt man auf der Parkbank und hat dann seinen Lieblingsradiosender einfach am Ohr. Liegt bei 9 Euro, das kriegen die Kollegen von Pöldi nicht ganz so günstig hin. Da sind wir bei deutlich über 10, bei fast 13 Euro, was ich auch schon unglaublich günstig finde. Aber das ist so ein kleiner Top-Artikel, wo du einfach mal sagst, Mensch, wollte ich immer schon mal haben, oder? Was, ein kleines Radio für unterwegs? Ja, auch wenn man mal länger beim Arzt sitzt, passiert ja auch manchmal im Wartezimmer, dann kann man hier einfach noch ein bisschen die Zeit überbrücken. Ja, ganz genau. Da wird es nicht langweilig und Sie haben immer Ihren Lieblingsradiosender am Ohr. Und das eben mit bis zu 30 Stunden Laufzeit. Ich hoffe natürlich nicht, dass der Arztbesuch dann so lange dauert. Ja. Aber weiß man es, wenn du dann dran bist, hast du vergessen, warum du eigentlich da bist. Nein, Spaß beiseite. Ist ein schönes Radio, macht Spaß, ist klein, ist leicht.
und die passenden Ölhäuser auch schon mit dabei, ist batteriebetrieben. Wenn die leer sind, tauschen sie die Batterien aus und dann geht der Hörgenuss weiter. Wir sind im Countdown auf der 9, deswegen kriegen Sie das Radio für gerade mal 9 Euro. Bestellnummer ist die ZX5401 und vergessen Sie mir die 569 nicht für den unschlagbar günstigen Preis. Und wir machen weiter im Countdown mit der 8. Schon an, ja, das ist die ganze Menge, was du da reinbringst. Ich bin die ganze Zeit an eine Diskussion zwischen Diana und dir erinnert. Ach ja, wollen wir sie wieder rausholen, die Diskussion? Da habt ihr was losgetreten. Ja, ist aber so ein paar Aufbewahrungsdosen, gerade mal für Lebensmittel, das bleibt ja ständig was übrig, die kann ja jeder in der Küche gebrauchen, oder? Ja, richtig, oder wenn man dann auch noch mal das der Freundin mitgeben möchte oder vielleicht auch einfach der Familie, dem Kind für die Schule, dem Mann für die Arbeit. Und da haben wir nämlich genau das Richtige jetzt. Und ich bin echt begeistert, wie viel haben wir denn hier überhaupt? Also das ist schon klasse. Das ist ein 16-teiliges Set, bestehend aus 8 Dosen in unterschiedlichen Größen. Wir haben quadratische, wir haben rechteckige und wir haben runde Dosen mit dabei. Nochmal 8 Stück an der Zahl. Und da es ein 16-teiliges Set ist, möchten wir Ihnen natürlich gleich im Set schon enthalten, die passenden Deckel dazu ebenfalls anbieten. Super ist, dass das Ganze 100%ig auslaufsicher ist. Gerade dann, wenn man mal so eine kleine Dose vielleicht mal dem Männer mal in die Tasche packt am nächsten Tag für die Arbeit. Ja, oder wenn Sie mal was mitnehmen möchten und es fällt vielleicht mal um, damit es nicht ausläuft, macht natürlich Sinn. Und durch diesen Clipdeckel sogar mit Gummi-Isolierung mit dabei, ist das Ganze natürlich entsprechend auch haltbar. Das ist wirklich wunderbar hier mit diesem Gummi mit dabei, damit das nicht ausläuft. Ja. Und kann man die dann auch zum Saubermachen wieder in die Geschirrspülmaschine? Kann man machen, natürlich. Ist ein Kunststoff, ist ein Hartkunststoff, BPA-frei bitte, lebensmittelecht natürlich. Und selbstverständlich müssen Sie die nicht mit der Hand spülen, die können Sie ohne weiteres also auch mal in die Spülmaschine mit reingeben. Super. Selbstverständlich kann man auch damit einfrieren, das heißt Lebensmittel, die Sie länger haltbar machen möchten, einfach mal hier in so einem Aufbewahrungsdöschen ins Gefrierfach reinlegen und dann ganz einfach rausholen. Mikrowellen geeignet sind sie auch, bitte nicht in den Backofen. Das funktioniert mit Kunststoff nicht, aber in der Mikrowelle können Sie es ohne weiteres nutzen. Deswegen sind auch diese Luftlöcher da oben drin, die man aufklappen kann. Finde ich wirklich wunderbar. Gerade wenn man was mitnehmen möchte und jetzt zu diesem Preis hier ein 16-teiliges Set zu bekommen, ist ja wirklich mal super. Weil sonst kenne ich auch diese Abende, wo sich meistens die Frauen treffen und dann ihre Dosen da verkaufen, die sind viel, viel teurer. Ja, in der Tat. Da kannst du für so eine Aufbewahrungsdose schnell mal für eine deine 10, 15 Euro, wenn du damit hinkommst, auf den Tisch legen. Sie kennen das ganze Thema. Ja, und wenn sowas mal wegkommt, ist es natürlich ärgerlich. Aber hier haben Sie eine schöne Auswahl, lassen sich übrigens auch super ineinander stapeln. Ja. Gerade die rechteckigen in die rechteckigen und die runden in die runden nehmen im Schrank dann auch wenig Platz weg. Und wenn Sie mal was übrig haben, wenn Sie mal was in den Kühlschrank stellen möchten, bei mir ist es häufig der Käse. Ja, man glaubt gar nicht, dass ein Stück Camembert stinken kann. Was hat man letztens? Einen Tillsitter. Oh. Den habe ich angefasst. Den habe ich das Gefühl, habe ich den 2 Tage. Ja, aber schmeckt halt Tage gut, später. Ne? Aber er schmeckt eben. Der muss stinken. Ja, dann schmeckt er am besten. Aber er soll nicht unbedingt riechen wie ein großer. Deswegen packt man sowas vielleicht ganz einfach auch mal vernünftig und vor allen Dingen luftdicht verpackt. Einfach mal in den Kühlschrank am nächsten Morgen auf dem Frühstückstisch. Darf er ja gerne ein bisschen vor sich hin müffeln. Aber wenn man den Kühlschrank aufmacht, sollte das vielleicht so nicht passieren. 16-teilig, 8 verschiedene Dosen und die passenden Deckel mit dabei für gerade mal 8 Euro. Denn wir sind im Countdown auf der 8. So günstig kommen Sie natürlich bei den Kollegen von Pöll.de nicht ganz weg. Knapp 20 Euro dort, 8 Euro aufgrund der Position im Countdown auf der 8. Bei uns, das Produkt ist einfach nur super, schreibt uns die Anja aus Erfurt. Habe es für mich und meine Kinder bestellt, die sich sehr gefreut haben und es auch täglich nutzen. Finde ich gerade mal für so einen Schulranzen, mal so ein kleines Döschen und so weiter, so als Brotbox, klasse. Da passt auch mal vielleicht noch mal so eine kleine Süßigkeit oder was rein. Und dieses Produkt, also das Dosenset, schreibt uns auch die Pauline aus Steyr, ist eine wirklich gelungene Innovation. Die Dosen lassen sich wunderbar öffnen und schließen und sehr platzsparend lagern. Kann man nur empfehlen. 18 Stück für gerade mal 8 Euro. Das nenne ich persönlich einen Schnapper. Bestellnummer ist die NX9169 und die 569. Und wir machen weiter mit der 7. Mittlerweile ein Klassiker bei uns im Sortiment, oder? Oh ja, du hast recht. Gerne gewählt. Aber normalerweise in den klassischen Präsentationen, gerade wenn es um Beleuchtung und wenn es um das Thema Nachtlichter und so weiter geht,
zu diesem Preis nicht wirklich zu haben. Normalerweise liegen die also bei knapp 10 Euro bei uns im Programm. Heute aufgrund der Countdown-Positionierung auf der 7 für 7 Euro zu haben. Das sind unsere 3-in-1 Multifunktionslichter bzw. Nachtlichter. Ich finde die ja ausgesprochen formschön hier, aber eine der schönsten bei unserem Programm, finde ich, oder? Da hast du recht, der sieht sehr, sehr gut aus. Allein auch schon hier, dass mitgedacht wurde, dass der Lichtstrahl nämlich so ein bisschen schräg nach unten fällt. Ja. Finde ich hervorragend. Dann blendet man sich auch nicht, gerade wenn man das als Nachtlicht benutzt. Finde ich super. Und wir haben sogar auch noch hier die Halterung mit dabei. Und man kann es aus der Halterung sogar rausnehmen. Und darum geht es natürlich. Aber wenn Sie das Ganze als Taschenlampe verwenden, können Sie es auch einfach mal so in die Hand nehmen. Das ist super gemacht vom Winkel her. Wenn man mal in der Garage was ausleuchten möchte oder mal im Keller oder auf dem Dachboden mal eben was in der Kiste sucht, hast du mal eine zuverlässige Taschenlampe zur Hand in einem perfekten Winkel mit einer ordentlichen Leuchtstärke. Wenn Sie sowas natürlich gerne mal als Nachtlicht verwenden möchten, das heißt als Licht, das angeht, wenn Sie sich also diesem Licht nähern oder wenn Sie dran vorbeilaufen, dann macht es natürlich Sinn, es sich einfach nur irgendwo hinzustellen, sondern in diese stabile Halterung einzusetzen. Die wird ganz einfach entweder festgeklebt, so schwer ist das Ganze nicht, oder vielleicht mit einem Nägelchen oder einem Schräubchen an der Wand befestigt. Ja, hier haben wir das Ganze. Hier ist die entsprechende Aussparung dafür. Und wenn Sie sich der Lampe dann nähern, dann greift dieser Bewegungsmelder und zack, automatisch geht dann das Licht an. Und natürlich dann auch nach ein paar Sekunden automatisch wieder aus. Da muss man sich also wirklich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Knapp 30 Sekunden Leuchtdauer haben Sie hier. Finde ich super, wenn du Kinder im Haushalt hast, die vielleicht auch mal nachts so ein bisschen mal aufstehen müssen, mal zur Toilette gehen oder was. Wenn du selber mal aufstehst in der Nacht oder sowas oder im Dunkeln mal eben schnell was gucken möchtest, dann geht das Licht automatisch an. An allen Stellen, wo du normalerweise vielleicht nicht unbedingt eine Beleuchtung installieren würdest, da kannst du sie natürlich ebenfalls hervorragend fassen. Da muss ich wieder mein Beispiel ranhalten mit der Garage. Ja, stimmt. Ja, wir haben ja kein Licht in der Garage. Weiß auch nicht warum, aber da ist einfach keins. Ja, und wenn nicht gerade zufällig das Licht vom Nachbarn im Hausflur an ist, durch so eine Glastür, was so ein bisschen rausscheint, kann ich persönlich die braune von der schwarzen Tonne nicht mehr unterscheiden. Ich weiß Gott sei Dank mittlerweile, wo sie stehen. Aber vernünftiges Licht an der Stelle zu haben, ist mal ohne weiteres sinnvoll. Wie gesagt, automatisches Ein-Aus, natürlich Dauerlicht und vor allen Dingen hier Akku betrieben. Und pro Akkuladung kommst du hier locker mal 5 Stunden mit. Wenn du sie jetzt nur mal als Nachtlicht nutzt, bei 30 Sekunden Leuchtdauer, wird dir 5 Stunden Gesamtzeit für den Akku, 3, 4 Wochen, ich müsste es mal querrechnen, ja, aber wahrscheinlich ewig zur Verfügung stehen. Und es ist nachhaltig, es erfordert keine Nachfolgekosten durch irgendwelche Batterien oder sonst irgendwas. Wenn Sie merken, die sind leer gelaufen, dann hängen Sie die einfach mal ein Stündchen oder zwei einfach mal mit Ihrem Netzteil an die Steckdose und dann läuft es wieder tadellos. Ein, wie gesagt, sehr beliebter Artikel hier bei uns, übrigens auch mit einem Helligkeitssensor versehen. Wenn Sie nicht gerade auf Dauerlicht schalten, dann geht das Licht natürlich erst dann an, wenn überhaupt Bedarf besteht. Das sind also durchaus intelligente Lampen. Das heißt, erst bei der Dämmerung bzw. in der Dunkelheit, und das erkennt eben der Bewegungssensor bzw. der Lichtsensor automatisch, würde dann das Licht angehen. Wenn Sie also mittags um 2 bei strahlendem Sonnenschein dran vorbeilaufen, passiert da gar nichts. Ja, erst wenn es dunkel ist. 7 Euro das Stück. Wir sind im Countdown auf der 7, deswegen gerade mal 7 Euro. Gerne können Sie mehrmals zugreifen, wie auch bei den anderen Artikeln. Bestellnummer ist die ZX6229 und die 569. Und unser Countdown geht natürlich weiter mit der 6. So, das, was wir jetzt für Sie haben, ist ein insgesamt 9-teiliges Set. Und während Sie normalerweise bei den anderen Artikeln auch in der Countdown-Show gerne mehrmals zugreifen können, müssen wir das hier bitte auf einmal pro Besteller begrenzen. Aber Sie bekommen insgesamt ein 9-teiliges Set von unserem sogenannten Fenster- bzw. Türalarmsystem. Wenn man das so hört, Fenster-Türalarmsystem, dann stellt man sich ja wunders was vor. Ja, ja, mit einem zentraler Steuereinheit und, ach, und Verkabelung und bam und dieses noch und jenes noch. Dabei kann es so einfach sein, vielleicht dann ganz einfach mal für ein bisschen Sicherheit zu sorgen. Das ist ein Fenster- und Türalarm, der ganz einfach mit einem Magneten funktioniert. Das sind 2 Elemente, ein etwas breiteres Element, wo dann auch dieser ohrenbetäubende Lärm rauskommt, und ein 2. Element. Das eine Element machen Sie ans Fenster, das andere an den Rahmen. Und wenn jetzt jemand versucht, wie jetzt hier dieser, in Köln sagt man fiese Möb, der jetzt hier versucht, die Fenster oder die Tür aufzumachen, ja, wenn dann also diese Magnetteile voneinander entfernt werden und natürlich die Alarmsysteme scharf gestellt sind, dann ertönt ein 95 Dezibel lautes Geräusch. So, ja, also richtig lautes Ding.
Und ich weiß nicht, wie du das sehen würdest. Wenn du dich klammheimlich irgendwo reinschleichen möchtest, würdest du dann so ein lautes Geräusch super finden? Nee, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Da würde ich sofort wieder wegrennen. Ja. Weil ich glaube, wenn man sich so ertappt fühlt, das ist gar nicht gut. Aber ich finde es halt wirklich klasse, dass wir hier so viele Teile bekommen für diesen Preis. Ich habe bei mir auch zu Hause welche an meinen Fenstern angebracht. Ja. Aber ich habe da mehr für ausgegeben. Das glaube ich dir. Also normal, wir sind im Countdown auf der 6. 6 Euro für insgesamt 9 Stück davon. Mhm. Also da kann man mal sein komplettes Haus einmal rundum damit versorgen. Ob ich da jetzt unbedingt, weiß ich nicht, so ein Dachfenster mit sichern würde, steht und fällt natürlich mit dem Dachfenster an sich. Gedacht sind die eigentlich eher beispielsweise für so eine Kellertür oder für ein Kellerfenster, wo man jetzt nicht unbedingt den direkten Zugang hat, wo man auch nicht den ganzen Tag drauf schaut. Oder vielleicht mal in Hintereingang irgendwo. Oder vielleicht auch ganz einfach mal eine Tür zum Spind oder irgendwas in dieser Richtung, die Sie sichern möchten. Denn man kann sie so klein und unscheinbar anbringen. Die werden einfach nur mit einem Doppelkleber, der übrigens auch schon enthalten ist, an einer Stelle befestigt. Das andere eben an die Fenster bzw. die Türrahmen. Und wenn sich dann hier das Ganze voneinander trennt, so rum ist es richtig. Das heißt, einer macht das Fenster auf, geht also dementsprechend dann der Magnetkontakt verloren und schon geht das Ganze mit dem Radau los. Denken Sie auch bitte mal an den bevorstehenden Sommer, an die Zeit, wo man vielleicht auch ganz gerne mal draußen sitzt, Fenster und Türen dann vielleicht dann doch eher etwas unbeobachtet sind. Da sitzen Sie draußen im Garten und genießen ein gutes, leckeres Stück Kuchen oder was. Und vorne steigt dann jemand durch dein Küchenfenster oder durch dein Gäste-WC-Fenster ein. Ja. Sowas hört man natürlich. Und sowas hören auch mal die Nachbarn, sowas hören auch Passanten, die mal draußen über die Straße vorbeigehen. Und ich glaube, das ist wohl so ziemlich mit die günstigste Möglichkeit, Ihr Hab und Gut ein Stück weit besser gegen Einbrecher oder gegen Missbrauch einfach zu schützen. 9 Stück bekommen Sie da von uns, können Sie an Fenster oder Türen anbringen. Wie gesagt, wird einfach nur angeklebt, Sie müssen noch nichts anbohren oder irgendwas kaputt machen. Einfach nur draufkleben und schon ist es sicher. Denken Sie nur bitte dran, davon dürfen wir maximal 1 Stück pro Besteller rausgeben. 1 Stück sind hier in diesem Fall 9 Teile, also für 9 Fenster und oder Türen. 2 Jahre Batterielaufzeit, wartungsfrei natürlich, das ist wirklich schon mal Spitzenklasse. Und unsere Kunden sind voll des Lobes. Kann man auch prima an Schränken anbringen. Mit einem Smiley schreibt uns das der Christian aus Berlin, was er wohl damit gesichert hat. Das wird sein Geheimnis bleiben und eine sehr günstige Möglichkeit der Einbruchssicherung bestätigt auch die Ramona aus Bielefeld. NX 8767 und die 569. Und wir machen weiter im Countdown der 5. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Ja. Die finde ich richtig klasse, die Dinger. Ja? Auch da machen wir jetzt eine kleine Ausnahme. Bei diesem Artikel, bei dem Fenster- und Türenalarm gerade, war es einmal pro Besteller. Dafür haben Sie 9 Stück bekommen. Jetzt möchten wir Ihnen ganz gerne diesen, wie nennt er sich, Solar-LED-Glasbaustein anbieten. Und dadurch, dass Sie natürlich mit Sicherheit mehrere brauchen werden, weil die sehr schön sind und man die hervorragend gebrauchen kann, dürfen Sie hier gerne bis zu 10-mal pro Besteller zugreifen. Finde ich ja sehr cool, wenn du jetzt so eine eigene Auffahrt sowas hast oder hast so 2, 3 Parkbereiche direkt vor der Tür, den ganz einfach mal quasi wie so eine Landebahn mal mit Beleuchtung ganz einfach mal so als deinen Parkplatz, ja, so deinen Happy Place markieren, coole Angelegenheit. Oder vielleicht mal eine schöne Beleuchtung im Vorgarten oder was, da haben wir eine tolle Angelegenheit, finde ich super. Ja, finde ich auch auf jeden Fall super praktisch natürlich, dass man dann einfach auch die Begrenzung damit machen kann. Mit Beleuchtung, ich kenne das nur von sehr luxuriösen Hotels, wo dann so die Einfahrt beleuchtet ist. Können Sie jetzt einfach zu Hause machen, vielleicht auch mal bei den Mülltonnen, damit man die vielleicht auch besser sieht, wenn die draußen stehen. Oder wie gesagt, einfach mal so die Auffahrt vielleicht, einfach im Garten. Könnte man ja auch kreativ werden, wenn man so einen Teich hat oder einen Pool. Da einmal so schön drumherum. Cool. Ja. Auch nicht schlecht. Also richtig coole Angelegenheit. Die sind beleuchtet, Sie sehen das, die haben diese 4 LED-Beleuchtungselemente oben drin. Ja. Natürlich sind die entsprechend stabil. Also da kannst du auch mit dem Auto drüber fahren, ohne dass da irgendwas mit passiert. Die halten also wirklich eine ganze Menge aus. Logischerweise sind die wind- und wetterfest. Und bevor Sie fragen, wenn Sie die einmal eingesetzt haben, wie kann ich denn da eine Batterie wechseln, brauchen Sie nicht. Auch wenn Sie es nicht sehen, glauben Sie mir hoffentlich, dass es da ist. Sie haben im Gehäuse verbaut, nahezu unsichtbar fürs Auge, ein Solarpanel mit drin. Und diese Solarpanel sind mittlerweile so effektiv, dass die bei ganz normalem Tageslicht, auch an diesigen Tagen übrigens, den Akku des Gerätes versorgen. Die LED-Technik braucht nur wahrlich nicht mehr allzu viel Strom. Es reicht nicht so kleine LED-Chips. Ja, und das reicht völlig aus, um hier am Abend mal für locker mal
bis zu 8 Stunden Leuchtdauer zu haben. Wenn Sie natürlich dann nachts um 2, 3 Uhr erst nach Hause kommen, Jutta, dann ist das wieder was anderes. Aber grundsätzlich ist das eine tolle Angelegenheit. Ist natürlich auch ein Dämmerungssensor drin. Das heißt, die gehen erst dann an, wenn es sich lohnt. Super. In dem Fall, das heißt erst dann, wenn die Dämmerung eingesetzt hat, wenn man das Licht dann auch wirklich sehen kann und auch wirklich gebrauchen kann. Einmal rund um den Teich, rund um den Pool. Oh. Macht sicherlich einen tollen Eindruck. Oder vielleicht auch mal, wenn du eine schöne Terrasse hast, auch da einfach mal so ein bisschen Licht drumherum. Also da kann ich mir vieles vorstellen. Ja, wirklich optimal. Also nutzen Sie unbedingt jetzt die Gelegenheit aus. Finde ich wirklich klasse, bevor Sie es natürlich in den Boden einsetzen. Einmal hier auf Andrücken. Und dank dem Solarpanel müssen Sie sich dann auch um gar nichts mehr kümmern. Ich bin da ja ein großer Fan von, wie wir schon festgestellt haben. Das wäre echt cool. Wenn man so eine eigene Einfahrt und dann so eine Einflugschneise. Das wäre schon mal eine richtig coole Angelegenheit. Wir gucken ganz kurz bei den Kollegen von Pearl.de da vorbei. Die haben pro Glasbaustein, pro Solar-LED-Glasbaustein einen Preis von knapp 13 Euro. Wir sind im Countdown auf der Position 5. Und deswegen kriegen Sie unseren Glasbaustein auch hier für 5 Euro das Stück. Und ich möchte noch mal betonen, einer wird Sie wahrscheinlich nicht weiterbringen, auch wenn es cool aussieht. Ein paar mehr davon machen schon durchaus Sinn. Deswegen dürfen Sie gerne an dieser Stelle bis zu 10 Mal pro Besteller zugreifen. 8 Stunden Leuchtdauer und perfekt für die Hauseinfahrt, weiß der Heinrich aus Köln zu berichten. Liebe Grüße in die alte Heimat, leicht zu installieren. Das Ergebnis ist eine tolle Beleuchtung. Recht hat er. Die NC6028 und die 569 für die tollen LED-Glasbausteine. Und wir machen weiter im Countdown mit der 4. Ja, bei dem nächsten Artikel haben wir so eine Art Trend festgestellt. Wir haben unterschiedlichste Modelle von diesen Stirnlampen für Sie im Programm und die werden im Moment sehr stark nachgefragt. Klar, wir sind in der dunklen Jahreszeit und wenn man da, du hast selber einen Hund, du gehst abends immer raus, ja, da ist es ja schon mal stockfinster. Richtig duster, richtig dunkel. Ja. Bist du schon mal in eine Pfütze getreten oder in so ein Matschding oder so? Sehr, sehr oft. Ja, ja, leider schon. Das ist schon doof, oder? Ja, nur was willst du machen, wenn es draußen regnet? Du hast in der einen Hand die Leine vom Hund, in der anderen Hand hast du vielleicht mal einen Schirm oder was, um dich ein bisschen vor Wind und Wetter zu schützen. Naja, da hat man ja in der Regel nicht unbedingt noch eine dritte Hand frei, um da jetzt noch mal eine Taschenlampe mitzunehmen oder eine andere Beleuchtung. Deswegen sind diese Stirnlampen absolut fantastisch. Ja. Weil sie Ihnen zu Hause die Möglichkeit geben, einfach den Bereich auszuleuchten, in dem Sie sich befinden. Das heißt, Sie können sie vorne so ein bisschen anklappen, das heißt auch im Winkel verstellen, sodass du ganz einfach siehst, ja? Dass du ganz einfach siehst, wo du hintrittst. Das finde ich wunderbar. Also ich muss sie mir auch zulegen, weil ich bin schon so oft im Stockdunkeln unterwegs mit meinem Hund. Lässt sich ja nicht vermeiden, er muss ja raus und dann bin ich echt schon mal in Pfützen getreten. Ja. Oder natürlich auch, als es noch gefroren hat, das war nicht ganz so toll. Naja, das ist schon ätzend, oder? Mal so ein Waldweg oder sowas, auf einmal landest du in so einem Matschdingen oder sowas und dann ist natürlich dann schon wieder richtig alles versaut. Hat natürlich noch einen anderen Effekt, Sie sehen das bei Monika sehr schön. Ich glaube, unabhängig davon, dass Monika natürlich eine bildhübsche Frau ist, wird sie durch dieses Licht natürlich nochmal ganz anders wahrgenommen. Ich sag mal, jetzt im Dunkeln, ja, wenn du da jetzt als Fußgänger unterwegs bist, in der Regel vielleicht doch dunkel gekleidet. Stimmt. Sieht man einen Passanten, einen Fußgänger vielleicht dann als Verkehrsteilnehmer nicht unbedingt. Jetzt kannst du natürlich nochmal ganz anders auf dich aufmerksam machen durch diese helle Beleuchtung. Und wir reden hier von einer ordentlichen Leuchtstärke, die wir hiermit erzeugen können. 100 Lumen sind das in der Spitze. Werden Sie natürlich gesehen, wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen möchten, das zeigt Ihnen Monika gerade auch mal, können Sie auch gerne das Blinklicht dann einschalten. Hallo. Ja? So. Manche würden sagen, Monika ist jetzt im Standby-Betrieb. Wenn das so blinkt. Ja, stimmt. Da möchte ich nicht angesprochen werden. Ja, ganz genau. So. Pause. So, es gibt große Köpfe, kleine Köpfe, dicke Köpfe, dünne Köpfe. Und deswegen ist das Ganze natürlich entsprechend... Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Das lässt sich wunderbar einstellen. Das Ganze batteriebetrieben, das macht es recht einfach. Wenn Sie also hier dann irgendwann mal merken, die Lichtleistung lässt nach, ganz einfach Batterien nachfüllen. Und auch hier habe ich mal nach dem Gewicht geguckt, weil ich es wichtig finde, dass du da nicht irgendwie so einen steifen Nacken bekommst, wenn du mit dem Ding unterwegs bist. Da passen 3 Batterien der Variante AAA rein. Die halten ewig. Ja, also bei dieser starken Leuchtleistung im LED-Bereich bitte nicht mit einer halben Stunde Lichtleistung oder was verwechselt. Die halten wirklich sehr, sehr lange. Reden wir hier trotzdem nur von 39 Gramm Gewicht, wohlgemerkt ohne Batterien. Ein sehr schönes Teil finde ich auch mal für Handarbeiten oder was zu Hause. Beim Sticken, beim Nähen, beim Werkeln, an der Werkbank, super. Hast die Hände frei und hast trotzdem ein Licht. Ja?
Schön. Wunderbar. Schön, 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 schön. Cooler Artikel und momentan eben sehr stark nachgefragt. Und auch von der Martha aus Berlin schon getestet. Die Stirnlampe ist gut geeignet für Outdoor-Aktivitäten. Nutze sie regelmäßig beim Campen. Ja. Der Bruder meiner Freundin hatte beim Grillen im Sommer, hatte der auch so eine Stirnlampe auf. Da war es dunkel draußen. Als wir, gut, so später am Abend oder was. Und damit er dann die Grillgabel und das Fleisch gleichzeitig nutzen konnte, hatte sie auch so ein Ding aufgesetzt. Habe ich noch so lachen müssen. Ich sag, wo hast du das her? Ja. Also ein richtig cooler Artikel. Sie merken, mannigfaltig einsetzbar für Outdoor-Aktivitäten beim Grillen, um die Hände frei zu haben. Auf jeden Fall haben sie Licht da, wo sie Licht brauchen. Für gerade mal 4 Euro mit der NX9076 und der 569 können Sie gerne an dieser Stelle mehrmals zugreifen. Und wir machen weiter im Countdown mit der 3. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich selten mal gesehen. Ich meine, ein, zwei Mal haben wir es vorgestellt. Ist eine Weile her. Ein ganz besonderes Feuerzeug, ein sogenanntes USB-Feuerzeug, also eigentlich ein akkubetriebenes Feuerzeug, was natürlich allein schon deswegen super ist, weil sie es nicht neu befüllen müssen mit unserem blöden Feuerzeuggas. Ich weiß nicht, ob sie das mal geschafft haben, mit dieser Kartusche da irgendwie draufdrücken, ist das immer in alle Richtungen geschossen. Ja? Feuerzeugbenzin brauchen sie auch nicht, weil das akkubetrieben ist. Das wird ganz einfach mit einem USB-Kabel am nächstbesten Netzteil an der Steckdose aufgeladen. Und dann können sie ganz einfach hier über einen, ja, wie soll man sagen, über eine Glühspirale verschiedenste Dinge anmachen. In der Regel wird das eigentlich von Rauchern gerne genutzt, die dann logischerweise draußen stehen. Nur bei Wind und Wetter, wenn es mal etwas windiger ist, funktioniert das mit einem Streichholz eben nicht so gut. Und mit einem normalen handelsüblichen Klickfeuerzeug, so ein Einwegfeuerzeug, ist das auch nicht so einfach, dann da eine vernünftige Glut zu erzeugen. Jetzt wird hier über den Akku, wenn Sie das Ganze rausschieben, diese Glühspirale erhitzt und dadurch können Sie natürlich dann entsprechend zum Beispiel eine Zigarette anmachen. Wir haben es aber auch mal getestet. Ralf sagt nein, ich habe es selber getestet. Ich sage ja, auch mal den Docht einer Kerze. Ja, haben wir hingekriegt. Das ist funktioniert, richtig. Ja. Finde ich auch super. Kann man wirklich immer mal gebrauchen. Ich finde allein auch schon die Verpackung super toll, dass man hier es auch nicht aus Versehen anzünden kann, sondern man muss es erst rausschieben. Auf der einen Seite, ja, hier mit dem USB-Anschluss, dass man es wieder aufladen kann. Finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Das sieht doch klasse aus, oder? Mhm. Aluminiumgehäuse. Sieht eigentlich aus wie so ein USB-Stick. Schon, ja. Ist ja auch eigentlich einer. Wenn du mal, ja, hier an der Seite guckst zum Aufladen, kannst du an jedem Netzteil aufladen, an jedem PC, perfekt, an jedem Laptop, wo ein USB-Anschluss dran ist, zur Not, wenn man unterwegs ist, auch mit der Powerbank. Dann haben Sie immer mal ein zuverlässiges Feuerzeug mit einer Glühspirale zur Hand. Übrigens geht das Ganze nach ein paar Sekunden automatisch aus. Wenn Sie es mal aus irgendeinem Grund vergessen sollten oder was, geht das automatisch aus. Und ist einfach nur eine unglaublich praktische Angelegenheit. Also ich finde das klasse. Allein auch durch diese Optik, durch dieses Praktische, dass es eben auch bei Wind und Wetter funktioniert. Selbst wenn ein Schauer Regen macht, diesem Glühspiralen USB-Feuerzeug überhaupt nichts mehr aus. Mit der Position 3 dürfen wir nur einmal pro Besteller rausgeben. Aber so ein Teil für 3 Euro gibt es in ähnlicher Form, also auch im Einzelhandel. Aber da fangen die Dinger bei 10, 12 Euro an. Wir sind im Countdown auf der 3, deswegen hier einmal bitte bestellen mit der NX8892 und der 569 für gerade mal 3 Euro. Und selbstverständlich gibt es bei uns im Countdown auch eine 2 und den sehen Sie jetzt. Ich erinnere mich an den Mittwochabend. Wir haben Geburtstag gefeiert und logischerweise stößt man da auch an. Es gab einen leckeren Cocktail und wir hatten genau diese Trinkhalme. Ah. Ja. Ich habe sie auch zu Hause übrigens, weil mittlerweile gibt es ja keine Kunststoffstrohhalme mehr. Ja, das ist richtig. Ja. Weiß ich, wie stehst du zu diesen Papierstrohhalmen? Nee, finde ich nicht gut. Die kleben Stehe so ich nicht die, so das drauf. Ist, das ist doof, oder? Die kleben so an der... Ich habe halt mehr Pappe im Mund. Ja, ja, die lösen Getränk sich auf. Das schmeckt da nicht mehr. Am Weihnachtsmarkt, oder? Ja, und auch bei so manchen Fastfood-Restaurants. Da sage ich immer, ich möchte gar keinen mehr haben. Oder nee, man ist einfach schlau. Man klaut keine, man ist schlau und greift hierzu für 2 Euro. Also, ich glaube, einfach für 2 Euro mal 8 Stück bestellen bei Pearl TV ist vielleicht die bessere Alternative. Übrigens, ich habe immer einen Strohhalm zur Hand. Ja, so. 8 Stück bekommen Sie von uns. Sie bekommen 4 gerade Strohhalme und 4 geknickte. Also 4 kannst du knicken.
Oder sind schon geknickt? Ja, die finde ich aber auch sehr stylisch für Cocktails. Cool, oder? Ja, natürlich, klar. So, das Ganze natürlich auch noch ausgeschaltet. Eigentlich ist ein zehnteiliges Set, weil sie noch zwei von diesen Pfeifenreinigern hier dazu bekommen. Diese Reinigungsbürstchen. Die nennt man so. Ja. Oder? Pfeifenreiniger. Richtig. So, zack, die sind mit dabei. Ganz ehrlich, diese Pfeifenreiniger habe ich noch nie benutzt. Die halte ich mal ganz kurz unter fließend Wasser, warmes Wasser, lass da mal Wasser durchlaufen. Mache mal einen Geschirrspüler. Geht aber, oder ein Geschirrspüler geht auch. Ja, ja, ist Edelstahl. Aber auch gut. Ja, kann man also zur Not, wenn irgendwas Klebriges drin hängt, kann man die also auch mit Pfeifenreiniger sauber machen. Aber wie gesagt, normalerweise reicht Wasser oder eben ganz einfach auch mal in die Geschirrspüle mit hinein. Also das ist wirklich nochmal ein cooler Artikel. Wenn Sie Kinder im Haushalt haben, wissen Sie, da dürfen Strohhalme grundsätzlich nicht fehlen. Wenn Sie gelegentlich gerne mal einen Cocktail trinken, ist das auch mal eine coole Angelegenheit. Und die sind wiederverwendbar. Ja, die kriegst du gelegentlich auch mal im Discounter. Da hast du jetzt hier mal für 10 Euro, kriegst du 4 Stück. Hier von uns bekommen Sie... Bitte? Die sind cool, ich liebe die, weil ich finde, Getränke schmecken besser mit dem Strohhalm. Und mein Freund, der kriegt auch immer ein Glas mit Strohhalm, obwohl er es gar nicht mehr möchte. Ich habe ja mal sagen, dass bei den Frauen liegt das am Lippenstift. Was ihr immer ja, nehmt. Auch. Ja, richtig. Oder? Ja. Aber natürlich schmeckt es auch besser. In jedem Fall ein cooler Artikel. Und das sagen uns auch unsere Kunden, die Anna aus Bad Münder beispielsweise. Nachhaltigkeit, das ist die Zukunft. Man braucht keine Plastikstrohhalme mehr. Und als Highlight noch zusätzlich die passende Reinigungsbürste dabei. Wird gut durchdacht, eignet sich besonders für Privathaushalte. Und ich glaube, mit 2 Euro für insgesamt 8 Stück plus 2 Reinigungsbürsten sind Sie ganz vorne mit dabei. Bitte nur einmal pro Besteller mit der NX8391 und der 569 und zum großen Finale geht's jetzt auf Countdown Platz 1. Jetzt kommt was richtig Gutes. Guck mal, ich habe dir die leckersten Kuchenrezepte mitgebracht. Was ist denn das für ein Kuchen? Die leckersten Kuchenrezepte? Zebrakuchen mit Zuckerguss? Oh. Wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, wie ich den backen soll. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Da braucht man natürlich ein Rezept, was man vielleicht ganz einfach beim Backen neben sich stellt. Nur Sie kennen das, Sie haben dann Mehl an den Finger oder Eier oder Butter oder sonst irgendwas. Ja, und dann müssen Sie irgendwas hier an Ihrem Tablet gucken oder müssen es dauernd hochhalten, weil sich das Licht spiegelt. Da ist doch mal so ein cooler, faltbarer Tabletständer genau das, was Sie in dem Moment gebrauchen können. Ja, bei Kuchenrezepten super. Ich finde das aber auch bei E-Book-Readern ganz interessant. Wenn du jetzt hier mal deine elektronischen Bücher lesen möchtest, viele machen natürlich auch diese Telefonie von Angesicht zu Angesicht, immer so ein FaceTime-Telefonat mit so einem iPhone oder so einem iPad geht ja auch, oder Skypen über so ein Teil, wenn du jetzt ein Windows-Tablet hast. Da muss man ja sowas auch aufstellen. Ja. Und ich finde das klasse, dass man hier den Winkel so einstellen kann. Übrigens hochkant oder quer spielt dabei keine Rolle. Und das hält wirklich zuverlässig. Und wenn du es nicht brauchst, klappst du es ganz einfach zusammen. Ja. Und kannst es schon fast in der Hosentasche mitnehmen. Es wiegt nichts und nimmt keinen Platz weg. Finde ich super, auch mal für die Schule oder für die Uni, wenn man da mit dem Tablet arbeitet. Natürlich auch zu Hause einfach, du hast recht. Manchmal möchte man auch gerne Videotelefonie machen. Und irgendwann wird der Arm ja dann schlapp, wenn man das die ganze Zeit selber halten muss. Wenn das die ganze Zeit so halten muss, ist doof, ne? Ja, das ist richtig doof. Und diese blöden Aufsteller mit diesen Klappen, die dabei sind, diese Schutzklappen, das klappt immer da hinten weg. Ja. Richtig. Das fällt immer so blöd um. Ja? Aber hier, der ist wirklich sehr stabil. Ja, der ist wirklich klasse. Kann man natürlich auch von den Beinen her ein bisschen weiter auseinander oder ein bisschen enger zusammen. Also alles im Tablet-Bereich wäre da ohne weiteres denkbar. Ich behaupte sogar mal, das haben wir auch mal getestet, das kannst du zur Not also auch mal mit einem Handy aufstellen. Wenn du die Füße ein bisschen zusammen machst, also auch den hinteren Teil kannst du aufklappen. Aha. Coole Angelegenheit. Finde ich sehr schön. Ich benutze den Ständer, auch wenn ich auf dem Sofa sitze. Und das Tablet benutze. Das freie Halten des Tablets hat manchmal zu leichten Schmerzen im Unterarm der haltenden Hand geführt. Nun liegt das Gewicht des Tablets auf dem Oberschenkel. Da gehört es doch hin. Ja, ich würde es eher auf den Tisch stellen, aber gut. Manchmal so eine Serie im Bett gucken, das willst du ja auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten, das Ding, oder? Kannst du dir mal schön breit aufstellen, dann stellst du dir ein Tablet ganz einfach mal dahin. Ja, also nee, finde ich vernünftig. So, guck mal hier, längs oder quer. Kannst du... Ja, passt doch soweit, oder? Sehr gut beim Baden auf dem Balkon, Handy rein, steht super fest. Sagt uns die Klara aus Dortmund, das geht auch mit dem Handy. Mhm. Ja, funktioniert. Und wie gesagt, ist leicht mitzunehmen. Also ganz, ganz klein und entsprechend robust. Auch da bitte nur einmal pro Besteller. Bestellnummer ist die SD2200. Was ist jetzt mit unserem Zebrakuchen hier? Ja, den müssen wir gleich mal backen. Den machen wir jetzt gleich, direkt im Anschluss. Mhm. Ja, jetzt wissen wir, wie es geht. Richtig. Wir haben den Aufsteller dabei, jetzt können wir Kuchen backen.
So, das war es dann auch leider schon wieder. Es ist unfassbar, wie schnell das immer geht. Gegen Rostock. Ja, das war die Countdown-Show für den heutigen Abend. Wir danken für zahlreiche Bestellungen. Liebe Grüße gehen nochmal raus und zahlreiche Neukunden, die zugegriffen haben auch heute. Und wir beide sagen Dankeschön fürs Zuschauen und freuen uns auf das nächste Mal.